Willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Pokémon Mond Video, meine lieben Freunde. Heute kommen mal wieder neue News raus, beziehungsweise es sind schon neue News rausbekommen für euch. Ich nehme das hier gerne noch im Voraus auf, um meine Meinung dazu zu geben und, naja, um selber zu sagen, was ich mir so vorstelle, was heute rauskommt. Übrigens, falls noch ein Trailer kommt, werde ich den am Ende des Videos ranhängen, da ich eine Reaktion gar nicht machen kann, da ich währenddessen eh noch in der Schule bin und es dann einfach anschauen werde, schätze ich mal. Deswegen macht eine Trailer-Reaktion da auch schon mal keinen Sinn. Und wenn es nur irgendwelche schriftlichen News sind oder irgendwelche Bilder, dann werde ich auf jeden Fall noch später was darüber reden. Und wenn es so ein Trailer ist, können wir in den Kommentaren gerne darüber kommentieren, was drin vorkam. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ich mir so heute in den Trailer oder in den News vorstellen würde. Ich schätze einfach mal, dass ein Trailer rauskommen wird. Vor allem macht das viel mehr Sinn, weil wir jetzt sehr viele neue Pokémon vorgestellt bekommen haben, die einfach im Trailer halt angezeigt werden können. Man könnte halt die neue Type 0 Entwicklung zeigen, die Entwicklungen von dem Drachen-Pokémon, Alola Slimer und den neuen Trial-Captain. Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt, es ist wohl ein Typ und kein Mädel. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass ich diesen Typen als Mädel bezeichnet habe. Sorry, Leute. Wenn das jetzt jeweils nicht vorgestellt wird, könnte ich mir aber noch vorstellen, dass die zweite Entwicklungsstufe der Starter geleakt werden könnte. Oder halt vielleicht noch etwas zur Demo gezeigt wird. Das wären für mich alles sinnvolle Aspekte zu den Trailer oder zu den News, die ich mir heute ganz gut vorstellen könnte. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die News an. Also, let's go! Oh.